Heute kommen wir zu einer netten Spielerei für denjenigen, der wirklich schon alles hat, und zwar zu der Bearware BB Projektions Radio Wecker Clock, wie auch immer, von CSL. Alles weitere gleich nach der Intro-Unterbrechung. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingecheckt habt auf Darkies Hardware-World. Ja, ich habe hier so ein kleines Spielzeug zu Weihnachten bekommen. Eine BB Bearware Projektionsuhr. Das heißt, man kann dort mit, hat jetzt mal ein riesen Display, schauen wir uns gleich an. Sieht so ein bisschen nach Curve aus. Ich schätze mal 5 Zoll oder so. Und da ist ein kleiner Projektor drauf und damit kann man sich das Ganze an die Decke schmeißen, nochmal die Uhrzeit. Wie auch immer. Also man hat es mir gut gemeint. Für alle Leute, die schon sehr viel Technik haben und nichts mehr einfällt, ist das gleich eine coole Sache. Wir werden es austesten aus unserer Reihe. Darky wird es testen. Und mir hat sowieso hier noch was gefehlt, dass ich mal so was Größeres, und vielleicht ist es eine schöne Spielerei. Ist auch nicht teuer, das Teil. Und zum ersten Video im neuen Jahr sollt ihr das auch zu sehen bekommen. Ne? So, ich will aber nicht weiter quatschen. Wir schauen uns das Ding an und schließen es dann an. Und dann gucken wir mal, wie lustig das wird. In diesem Sinne geht es ab zum Clock-Check. So, ich sehe das Ganze natürlich ein bisschen mehr als Gaudi. Ist natürlich auch schön verpackt. Habe ich diesmal mal ausgepackt. Wir wollen nicht so ein langes Unboxing machen. Wir haben nochmal ein zusätzliches Ladekabel dabei. Und zwar, auf Mini-USB. Eine Bedienungsanleitung des Ganzen. Natürlich in Deutsch. Deutsch, Englisch, Franz, Italo und Espanol. Hier ist das gute Stück. Da ist so ein kleiner drehbarer Ding. Und dann nehmen wir das jetzt mal ab. Das ist die Schutzfolie. Und dann erwartet uns hier ja so ein Curve-Design-Monitor drauf. Das Ganze lässt sich hier noch verstellen. Und dann kann man das dann irgendwo an die Wand schmeißen. Wir haben hier, dass ich gehe mal von aus, dass die Kontrollleuchte, Volumen, Vorrück, Radio, Sleep, Zoom-Timer, Set, Alarm. Na, nochmal, hinten ist erstmal der Stromeingang, Input, und hier ist noch meine USB-Ladestation drauf. Hier befindet sich die Batterie hinter und die nehmen wir jetzt erstmal gleich raus. Dann nehmen wir einen Schraubendreher, den kleinen, müsste hier eigentlich passen, hoffe ich. So, können das jetzt öffnen und ziehen uns die ganze Blödsinn hier hinten weg. So, jetzt können wir diese Notbatterie hier ziehen. Das ist nämlich wieder eine CR2032 standardtechnisch. So. Ob die da schon mit läuft, das werden wir gleich mal testen. Ich das Ding einschalte. Aber ich glaube, der wird richtig Stromversorgung brauchen. Dann schon was ein. Natürlich nicht. Gut, ich werde das Ganze mal mit dem USB-Port verbinden. Na? Und dann schauen wir uns das gleich mal an. Ich sehe das mehr als Spaß. Das Leben ist schon ernst genug in dieser komischen Zeit. Und als erstes Video fand ich es echt passend im neuen Jahr. So, zum Einstellen in das ganze Menü gehen wir in Set. Jetzt er ist schon an. Da das Abstellen. Geht hier in Set. Dann fängt die Uhrzeit an zu blinken, könnt ihr das über die beiden Tasten hier verstellen. Aber die nächste kriegen wir da. Hier können wir noch die 24 Stunden einstellen. Die Sekunden. Und dann mit einmal ist es wieder raus. So, dann haben wir, was habe ich rausgefunden? Sleep. Hier haben wir eine Sleep-Taste, damit können wir... Hier können wir dann nochmal die verschiedenen Einschlafzeiten, also Sleepzeiten einstellen in 15er Stufen oder so ähnlich. So, mit kommen wir wieder aus Radio raus. Dann haben wir die Volumentaste hier.
Dimmen können wir das auch mit der Taste hier. Ganz weg. Das ist hier oben drauf. Dimmerfunktion. Also wir haben auch eine Sleep-Taste, das ist rein. Den Alarm, der lässt sich. So, hier einstellen. Können wir dann auch wieder sagen, plus Dark lässt sich um 8 wecken. Haben wir eine Alarmfunktion. Off. Auch off. Die Funktion. Kommen wir hier hin. Ich kann natürlich nichts abschicken, sonst kriege ich einen auf den Sack wegen. Ja, das war die. Da ist der Sender eingestellt. Da können wir dann uns beliebig mit der Suchtaste sucht uns das automatisch laut und leise. Da gehen wir aufs Volumen. Können wir hier über die und die Taste stellen. Kann ich jetzt nicht machen, sonst kriegen wir einen auf den Sack wegen Urheberrechtsverletzung. So, und ich mache jetzt mal dunkel und schalte diesen Projektor ein. Das könnt ihr machen, indem ihr, ich zeige das mal, der ist jetzt an. Der ist jetzt voll an. Geht er aus. Den Projektor könnt ihr folgendermaßen einschalten. Einmal hier drauf drücken, dann schmeißt er das auf. Und das gucken wir uns aber im Dunkeln an. Nach vorne ist natürlich seitenverkehrt. Man kann ihn hier noch dimmen. So könnt ihr ihn nicht ausstellen, dann bleibt er nämlich an. Gut, ich mache hier mal dunkel und dann werfen wir das Ganze doch mal an die Wand. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt so sehen. Da. Jetzt haben wir eine kleine Spielerei. Jetzt können wir jetzt mit der kleinen Tasse hier können das noch verstellen. Geht natürlich nur nach hinten weg. Aus. Die Stufenmöglichkeiten haben wir. Wir können da richtig rumspielen mit. Wir können es natürlich auch oben an die Decke halten. Drehe ich das Ding natürlich um, ist das seitenverkehrt. Also das, wenn man das nach vorne wegstrahlt, ist klar durch die Projektion. Das geht natürlich nicht, dann muss man sich seinen Teil denken. Aber es ist eine schöne Spielerei. Also ich finde es cool. Na? Wenn man das so sieht. Ducky spielt jetzt mit der Uhrzeit rum. Kann man richtig irgendwelche Dummheit mitmachen. Das heißt, man stellt das sich irgendwo hier hin und projiziert an die Wand nochmal die Uhrzeit. So, wenn man es ausmachen will, drücken wir nochmal und das Ding ist aus. Also schönes Spielzeug. So, da steht sie jetzt nun. Ich muss noch ein bisschen was mit der Kabellage machen. Aber die Projektion steht auch jetzt richtig. Also vielleicht habe ich vorhin was verkehrt gemacht. Na? Man kann es natürlich noch ganz weit, dann steht es auf dem Kopf. Nach hinten geht es dann richtig raus. Aber schöne Spielerei. Ich finde es cool. Gefällt mir. Kleine Spielerei. Und ich kann jetzt immer, habe die Uhrzeit immer im Blick, damit der Tag nicht so lange sitzt. Dann lass uns mal zu meiner Endresolution kommen. Dann bis gleich. Also ein bisschen ausgetestet jetzt. Da gibt es ja nicht viel dran rum zu testen. Also der Radioempfang ist okay, ist in Ordnung. Schöne große Zahlen, mal schnell, sonst habe ich immer so ohne Brille, sehe ich immer so wenig unten auf dem PC. Gut, ich habe meine Alexa da noch. Aber trotzdem. Und ist es, wenn man da oben hochguckt, eine nette Spielerei. Na, ich habe das mit der Projektion jetzt auch so ein bisschen auf die Reihe gekriegt. Gut, man kann das nur in nach links oder nach rechts drehen. Schönes Geschenk. Finde ich echt klasse. Schatzi, hast du gut gemacht. Und dieses Curve. Ich stehe ja nicht auf Curve-Monitor. Also absolut nicht. Schön eingepackt. Super saubere Betriebsanleitung. Gibt es nichts zu meckern. Na, CSL habt ihr gut gemacht. Freue ich mich drüber. Hier ist ein QR-Code noch drauf. Downloads und Manuals kann man hier noch machen. Okay. Vielleicht lässt sich da noch mal Firmware-Update. Was ich so ein bisschen vermisse, wäre schön gewesen, vielleicht in der nächsten Produktionsreihe, unten vielleicht noch mal das Datum so drin zu haben. Das wäre eine tolle Geschichte. Könnte man auch gleich sehen, welche
welchen Tag man hat. Das vermisse ich irgendwie. Oder ich habe es auch nicht in der Bedienungsanleitung, konnte ich nichts finden. Das Radio läuft gut. Der Radiowecker hat zwei Zeitzonen. Man kann Sleep-Zeit einstellen. Das heißt, wann das Radio ausgehen soll, bis 90 Minuten, immer in diesen 15er-Schritten. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier auf jeden Fall. In einer Rezession kriegt das Ding von mir 5 Sterne. Da gibt es nichts zu meckern dran. Also ich habe nichts Negatives dran. Tolles Produkt, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir und macht Spaß. Ja, und dem lässt es sich natürlich auch, man kann das runterdimmen, einstellen, Kinder, Pipifax. Ich habe eben auch mal einen Stecker gezogen und die Uhrzeit ist durch die Notbatterie natürlich auch wieder da. So eine Batterie kostet auch nichts, ne? Die gibt es bei Kick für 5 Stück für 1 Euro. Tolles Geschenk. Gefällt mir sehr gut, muss ich echt sagen. Ist auch noch ein Teil, was da um mir steht, aber dann gut. Vielleicht lasse ich mir noch einen anderen Platz einfallen, weiß ich nicht, vielleicht über den Fernseher. Ich muss mir das nochmal genau. Aber erstmal bleibt sie da jetzt stehen. Und wenn es hell ist, natürlich gut, dann ist es nicht so schön mehr mit der Projektion. Okay, das ist aber normal. Ja, das war es an meiner Stelle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht. Das ist keine Spielerei. Ich packe euch das Teil natürlich wieder in die Videobeschreibung. Wäre schön, wenn ihr diesen Affärs-Links nutzt, damit supportet ihr den Kanal, wie üblich. Da schon mal danke für. Danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch ein glückliches neues Jahr. Na, an dieser Stelle. Weil Neujahrsvideo. Wie immer. Aber diesmal ein bisschen Spielerei. Und danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf in dieser schweren Zeit. Na, mache ich auch. Und immer schön, ne? Tragen und Abstand halten. Das ist von meiner Bitte noch auf dem Weg. Bleibt gesund. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Nächste Video ist natürlich am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Ihr könnt auch gerne Kommentare dazu schreiben, wie gehabt. Wie gesagt, nächste Video am Start. Abo, Daumen, das Übliche. Ich verabschiede mich im neuen Jahr vom ersten Video. Macht's gut, euer Darkie. Bis zum nächsten. Zählt auf euch. Check. Bye, bye.